Das Werkstück wieder gut festspannen. Wir nehmen die Ryoba mit der Querschnittverzahnung und angesetzt wird, wie bei der Sägeübung auch, an der abgewandten Kante. Und dann wird erstmal eine Kerbe über die obere Seite gemacht. So, dann geht es in die Tiefe, nur diesmal nicht bis zum halben Querschnitt, sondern ganz bis zur unteren Kante. Jetzt ist der Querschnitt diagonal durchtrennt und jetzt kippt man das Ganze 90 Grad von uns weg. Wieder festspannen. Säge ansetzen und wieder auf der zugewandten Seite bis zur Unterkante runtersägen. Jetzt ist der Querschnitt drei Viertel durch, also da steht in der Mitte so eine kleine Spitze. Und da auf beiden Seiten die Führung für die Säge gut ist, können wir den Rest gerade runtersägen. Am Ende des Schnittes wieder entlasten, damit die Säge nicht durchsaust. So, und dann sollten Enden entstanden sein, die schön rechtwinklig sind. Wunderbar.